Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute habe ich für Sie ein richtig süßes Stück. Der Wachtelschlag heißt es. Inspiriert wurde es von diesem Klangereignis. Also hier erstmal das Stück. Es erscheint einfach, aber drin steckt musiktheoretisch bzw. handwerklich doch ziemlich viel. Also jetzt erzähle ich Ihnen ein bisschen der Reihe nach, was in diesem Stück kompositorisch passiert. Am Anfang haben wir das Hauptmotiv mit einer Begleitung. Und diese Begleitung besteht aus den drei Tönen des C-Dur-Akkords. Also wir nehmen jetzt diese Zusammenstellung vom Hauptmotiv mit der Begleitung und schauen, wie wir sie im Laufe des Stückes entwickeln können. Zuerst haben wir nach deren anfänglicher Präsentation eine Art freie musikalische Antwort, um eine Phrase abzuschließen. Dann kommt die erste Verwandlung. Die Begleitung wird durch eine bloße Verdopplung des Hauptmotivs in der linken Hand ersetzt. Dies wird dann melodisch frei weitergeführt. Jetzt nehmen wir diesen Abschnitt etwas auseinander. Zuerst haben wir ja diese Verdopplung und dann haben wir die nächste Verwandlung, nämlich der dritte Ton des Hauptmotivs wird verändert. Nun im Kontext. Dann kommt die freie Fantasie. Das bringt uns aus dem Sachlichen oder aus dem Wachtelbezogenen ins Musikalische. Nun der ganze Abschnitt. Das wird dann einmal wiederholt. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Abschnitt. Wir könnten ihn eigentlich Durchführung nennen. Die neueste Verwandlung bestand ja darin, dass der dritte Ton verändert wurde. Jetzt machen wir daraus eine Kette. Also zusammengefasst. Das wird dann einmal auf einer anderen Tonhöhe wiederholt, um eine symmetrische Einheit zu bilden. Dann kommen wir zu der Reprise sozusagen nach der Durchführung. Und das ist, wie erwartet, fast genau gleich wie der Anfang des Stückes, nur etwas komplexer. Und zwar haben wir jetzt eine Verschmelzung von dem Hauptmotiv und der Begleitung, indem die Begleitung die Züge des Hauptmotivs angenommen hat. Wir hatten ja am Anfang diese Begleitung. Jetzt bekommt sie den Rhythmus des Hauptmotivs. Und gleichzeitig wird das Hauptmotiv auch verdoppelt.
Also jetzt zusammen. Das ist also eine Weiterentwicklung der ersten Anfangsphrase. Jetzt im Vergleich. Das wird noch einmal weitergeführt, indem wir eine ganz andere Entwicklung derselben Phrase jetzt erstellen. Statt der Annäherung von Begleitung und Hauptmotiv, in dem Erstere den Rhythmus von Letzterem übernimmt, machen wir sozusagen das Gegenteil. Wir erfinden eine Entwicklung der Begleitung in der anderen Richtung. Nämlich, wir behalten natürlich die Struktur des C-Dur-Akkords, aber wir setzen darauf eine fremde Figur. Aber ist diese Figur wirklich so fremd? Nein, wir hatten sie vor zwei Takten gerade gehört, in der Umkehrung. Und das war ja diese Weiterentwicklung der ersten freien Fantasie. So kommt diese Figur zustande. Jetzt machen wir genau das Gleiche wie bei der letzten, also bei der vorletzten Phrase, und wir verdoppeln diese Figur in Terzen. Also in der vorletzten Phrase hatten wir. Jetzt. Wenn wir jetzt die vier letzten Töne davon uns anschauen, bekommen wir gleich die Inspiration für die nächste Weiterentwicklung der Melodie, also der Melodie, welche aus dem Hauptmotiv herausfließt. Und das ist ja wieder diese Umkehrung. Also ist die Geschichte, die hier in den Noten erzählt wird, eine Geschichte von gegenseitiger Abhängigkeit verschiedener Elemente. Das ist eine Geschichte, die an sich mit dem Inhalt des Stückes nichts zu tun hat, also mit dem Wachtelschlag, aber sie macht das Stück zur Musik und sie macht es hübsch.